Ja, ich bedanke mich herzlich für die Möglichkeit, Ihnen heute einige Ergebnisse einer relativ kleinen Untersuchung vorzustellen, die aber mit großem Engagement betrieben worden ist von der Arbeitsgruppe Change Management und Organisationsentwicklung. In der Gruppe sind vertreten vor allem Experten der Universitäten für digitale Medien beziehungsweise für die informationstechnische Infrastruktursetzung, für Ausbildungskonzepte. Ich habe im Grunde relativ wenig Kompetenz in dem Feld mitgebracht. Ich bin 10 Jahre Rektor der Universität Bremen gewesen. Seit der Zeit berate ich Hochschulen im Hinblick auf Strategieentwicklung. Aber ich habe angefangen, mich systematisch mit dieser Frage zu beschäftigen, weil ich den Eindruck hätte, naja gut, ich hätte das als Rektor auch vielleicht besser machen können. Wir haben in unserer Studie, ich werde es Ihnen gleich vorstellen, 14 Hochschulen befragt. Und vor dem Hintergrund würde ich Ihnen gerne die wesentlichen Ergebnisse vorstellen. Vorweg, Herr Kerres und ich haben eine Arbeitsteilung gemacht. Ich bin der Spezialist fürs Allgemeine, also für Fragen der Strategieentwicklung und der Organisationsentwicklung. Ich werde Ihnen Hinweise geben auf einige konkrete Elemente von digitalen Medien, aber nur Hinweise. Und Herr Kerres, Inhaber einer Professur für Mediendidaktik, Wissenschaftsmanagement, wird das detaillieren im Hinblick auf strategische Optionen. Und wir sind in einem Zeitpunkt, an dem wir wirklich über strategische Optionen nachdenken können, und zwar mit Erfolg. Daraus kann gegenwärtig etwas werden. Herr Kerres bringt eine unglaubliche Voraussetzung mit. Er ist der Verantwortliche für das Learning Lab in Duisburg-Essen. Und das Learning Lab und sein Institut ist so eine Art Mittelpunkt, Innovationsplattform für das, was an den Hochschulen Nordrhein-Westfalens passiert. Die Überschrift, warum eine Strategie für Digitalisierung der Lehre, ist nicht pädagogisch gemeint. Dass wir gedacht haben, so machen wir sie an diesem frühen, warmen Morgen munter. Das ist nicht pädagogisch gemeint, sondern es hat einen ganz inhaltlichen Gehalt. Ich möchte am Anfang, bezogen auf unser Thema Digitalisierung, die Frage begründen. Warum ist die Frage berechtigt? Ich möchte Ihnen dann die Ergebnisse unserer Arbeit pointiert darstellen. Wir wählen einige aus, nicht das ganze Ergebnis, nicht die ganzen Ergebnisse werden hier präsentiert. Und wir werden die Einführungs- und Diffusionsprozesse an deutschen Hochschulen konfrontieren mit einer bekannten Stelle der Unternehmensliteratur, der Literatur des Veränderungsmanagements. Im Moment ist der meistzitierte amerikanische Kollege von der Harvard Business School, ist eben Kotter. Und wir vergleichen mal das, was wir gefunden haben, mit Kotter. Nicht, weil ich ein so großer Anhänger von Kotter bin, da gibt es Elemente, die teile ich überhaupt nicht. Aber weil durch den Vergleich mit Kotter deutlich wird, was wir noch tun müssen, um erfolgreich strategische Optionen auch umzusetzen. Und am Ende einen ganz kurzen Hinweis, eigentlich nur einen Übergang zu Herrn Kerres. Einen ganz kurzen Hinweis, wir haben eine Situation, das geht auch aus den Untersuchungen hervor, in der Hochschulen anfangen, wirklich sich Gedanken zu machen, wie sie über den Einsatz digitaler Medien in Breite und Tiefe sich profilieren können. Vermutlich ist gegenwärtig einer der meistgebrauchten Begriffe in Hochschulentwicklungsplänen deutscher Hochschulen das Wort Strategie. Im Grunde ist ganz viel strategisch relevant. Es steht aber in den wenigsten Texten, was mit Strategie eigentlich gemeint ist. Was ist das eigentlich? Und vor dem Hintergrund haben wir uns genötigt gesehen, doch der Untersuchung einen Strategiebegriff vorauszustellen und diesen Strategiebegriff zu nutzen für die Interviews. Und wir haben uns hier entschieden für Art und Weise der Erreichung relevanter Ziele zur besseren Positionierung einer Organisation im gesellschaftlichen Umfeld. Und da sind zwei Merkmale drin. Ich fange mit dem unteren Merkmal an. Es werden anspruchsvolle Ziele betont, nicht alltägliche. Vor dem Hintergrund kann man eigentlich kritisch nachfragen, ist es sinnvoll, wenn in einem Hochschulentwicklungsplan einer Universität oder einer Hochschule für 6 verschiedene Bereiche das Wort Strategie gebildet wird. Kann eine Hochschule wirklich 6 Strategien umsetzen? Meine These ist nein, kann sie nicht. Und das Zweite ist, es geht nicht um die Zielsetzung alleine. Die Zielsetzung ist unabdingbar. Es geht aber im Wesentlichen um die Umsetzung, um die Art und Weise. Und an dem Punkt mangelt es. Das können wir ganz eindeutig sagen. Wir haben viele Zielbeschreibungen an Hochschulen für Digitalisierung der Lehre inzwischen. Am Anfang war das nicht der Fall, vor 10, 12 Jahren. Aber es mangelt eigentlich an
definierten Maßnahmen mit der Benennung von Verantwortlichen, Ressourcen etc. Das ist also unser Strategiebegriff. So, und jetzt kann man sich überlegen, dass mit diesem Strategiebegriff, nehmen wir ein neudeutsches Wort, Governance, also die formellen und informellen Elemente des internen Steuerungssystems, dass dieser Strategiebegriff hohe Anforderungen an Hochschulen stellt, extrem hohe Anforderungen, denn Hochschulen sind nicht nach einem Organisationsprinzip geschnitzt, Gott sei Dank nicht, sondern sie sind, wie Herr Bogumil und seine Mitarbeiter mal in einer Untersuchung gesagt haben, sie sind eigentlich Hybride zwischen einem Management und einem Selbstverwaltungsmodell und das aus guten Gründen. Und ich bin hier kein Anhänger davon, nur das Managementmodell zu vertreten. Hochschulen sind eben sehr komplizierte Kombinationen von Organisationen und Institutionen. Ich will ganz kurz, ich will da nicht drauf rumreiten, sagen, worin der große Unterschied besteht. Der große Unterschied besteht, na, hier werden, ein paar, werden einige Sozialwissenschaftlerinnen unter Ihnen sein, schon mit Max Weber ist eigentlich geklärt, eine Organisation ist eine Einrichtung, in der die Zentrale die Möglichkeiten hat, die von ihr definierten Ziele durchzusetzen. Das ist eine Organisation. Wir wissen, dass nur ein von drei größeren strategisch relevanten Projekten von Unternehmen am Ziel ankommen. Das lesen wir zwar nicht mehr in den Zeitungen, aber die Untersuchungen der BWLer, die sagen uns das ja Gott sei Dank. Und die Hochschulen sind Gott sei Dank auch noch Institutionen. Und bei der Institution geht es darum, handlungsrelevante Normen und Werte aufrechtzuerhalten. Das ist ein Unterschied. Die interessanteste Norm ist zweifellos Kollegialität oder Norm im Umgang mit Studierenden. Und natürlich ist der wichtigste Wert ist die Wissenschaftsfreiheit. Stellen Sie sich mal große Unternehmen wie VW vor und da hätten die Angestellten, die Ingenieure Wissenschaftsfreiheit. Ja, da könnte, glaube ich, der Namensvetter von mir gleich aufgeben. Also es ist anspruchsvoll bei uns und zwar, ich würde sagen, Gott sei Dank. Und jetzt die Frage noch einmal aus einer pragmatischen Perspektive. Warum denn überhaupt diese Frage, ist eine Strategie erforderlich? Weil in den Begründungen der ersten 10, 12, 13 Jahre ab 2000, nur wenige haben davor begonnen, in der Regel kein direkter Zusammenhang hergestellt wird zwischen einem neuen Werkzeug, den Möglichkeiten, ein neues Werkzeug zu verwenden, digitale Medien einzusetzen und der gezielten Qualitätsverbesserung von Lehre und ganzen Studiengängen. Das taucht häufig nicht so auf, erst neuerdings. Und wenn man das ernst nimmt, könnte man das auch vergleichen mit dem Einsatz von Rechnern, kleineren Rechnern, also an Universitäten vor 25 Jahren, vor 30 Jahren, vor 30 Jahren bei mir. Das hat auch keiner strategisch relevant empfunden, obwohl das schon eine ganz schön wichtige Umstellung war. Es war operatives Geschäft. So, es besteht daher die Gefahr, dass der Einsatz digitaler Medien faktisch behandelt wird wie eine rein operative Angelegenheit, obwohl in allen Plänen vorwegstehen, es ist strategisch. Das ist der Grund, warum die Frage eine Berechtigung hat. Ich will zu der Studie kommen. Ich glaube, in der Gruppe haben wir zwei in der empirischen Sozialforschung ausgebildete Personen gehabt, vielleicht drei, ich bin nicht ganz sicher. Wir haben aber trotzdem so einige Grundregeln der empirischen qualitativen Sozialforschung beachtet. Wir haben uns bemüht um ein sehr breites Set von unterschiedlichen Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen unterschiedlicher Größe. Wir haben bewusst unterschieden zwischen Süden und Norden und gucken, ob es da unterschiedliche Länderpolitiken gegeben hat. Und wir haben ausdrücklich Personen befragt, die eine etwa 10-jährige Erfahrung haben mit der Digitalisierung der Lehre an ihren Hochschulen. Entweder waren es Präsidiumsmitglieder oder es waren Sprecher, Sprecherinnen zentraler Einrichtungen oder besondere Innovatoren. Ich sage vorweg, es ist keine repräsentative Studie. Es sind empirisch gehaltvolle Thesen, die darauf warten, widerlegt zu werden. Noch einmal, die darauf warten, widerlegt zu werden. Wenn die nächste Untersuchung kommt und die sagt, das ist alles nicht wahr, dann haben wir was erreicht. Ja? Wir haben nichts erreicht, wenn Sie das einfach nur zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, der hat das. Nein, ich formuliere das jetzt so und so ist unser Text formuliert, dass wir auf eine Widerlegung warten. Dass jetzt angefangen wird, so etwas in empirische Studien aufzunehmen. Wir haben einen Hinweis darauf in der Arbeitsgruppe Governance and Policy, ist an das HIS-Entwicklung der Auftrag ergangen und das Ergebnis liegt seit einer Woche vor, den Stand der Organisation der digitalen Lehre zu erfassen
Und man kann, das liegt vor seit einer Woche. Ich nehme an, es wird auch demnächst der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und mit diesen Ergebnissen gibt es nur in einem Punkt eine gravierende Differenz. Wir haben ausdrücklich nicht den Durchschnitt gebildet der 14 Fälle, könnte man ja auch machen, sondern wir haben einen Best-Case-Fall konstruiert. Das sind die Fälle, bei denen das im Urteil der Befragten die Ziele erreicht sind, die Strategie umgesetzt worden ist. Wir haben gefragt, was ist die Voraussetzung dafür gewesen? Von den 14, 3 oder 4. Wir haben im Gegenpol auch Worst Cases gehabt, 1 bis 2, die im Urteil der Befragten eigentlich wesentliche Elemente nicht hinbekommen haben. Und dazwischen liegt das breite Spektrum. Ich sage einen Punkt vorweg. Best Case und Worst Case hängen nicht ab von Größe, nicht ab vom Hochschultyp, nicht ab von den Haushaltsmitteln, die man hat, sondern von etwas anderem. Aber das verrate ich Ihnen erst am Ende. Wir haben uns an John P. Kotters viel diskutierten 8 Stufen des Veränderungsmanagements orientiert. Es geht also um Strategiebildung, Strategieumsetzung und damit erforderlichen Veränderungen in der Institution. Es sind gravierende Veränderungen. Nichts läuft nebenbei. Ein Problem ist sogar, dass zu viele in den Hochschulleitungen glauben, man könne es nebenbei machen. Das kann man nicht. Ich werde Ihnen gleich zeigen, warum. Wir übernehmen nicht Kotters Stufen, weil wir der Meinung sind, das ist ein Vorbild für Universitäten ist und Hochschulen ist es nicht. Aber es macht sehr deutlich, wo bei uns die Probleme liegen und was wir auch gut hinkriegen. Sie müssen jetzt nicht fürchten, das wird eine große Beschimpfung. Im Gegenteil, ich werde Ihnen das beschreiben, was gut klappt, um diejenigen, die noch nicht so weit sind, zu ermutigen, es ähnlich zu probieren. So. Es ist quasi der fiktive Blick von außen, der kritische Phasen in Veränderungsprozessen erkennbar machen soll. Das ist dieses Phasenmodell von Kotter. Er ist da ziemlich streng. Die Phasen müssen alle der Reihe nach durchlaufen sein. Beginnt mit der Schaffung der Dringlichkeit. Die Einrichtung muss den Eindruck haben, das muss jetzt sein oder wir gehen irgendwie unter. Es muss eine Führungskoalition gebildet werden. Es müssen Leute in verschiedenen Institutionen gewonnen werden. Es muss eine Strategie gebildet werden und alle Maßnahmen zu deren Umsetzung verabredet werden. Es muss die neue Strategie im Inneren kommuniziert werden, breit, sehr breit. Man muss die Akteure befähigen, wirklich das, was an Veränderungen geplant ist, auch zu realisieren. Das ist ganz wichtig. Punkt 6, man muss schnelle Erfolge organisieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht darauf setzen, dass in 5 bis 10 Jahren, sondern Kotter sagt, es müssen schnelle Erfolge organisiert werden. Am Ende kommt die organisatorische Konsolidierung und der Höhepunkt ist natürlich die kulturelle Verankerung. Das sozusagen ist Element unserer Alltagsgepflogenheiten geworden ist. Morgens, wenn ich in die Uni komme, als erstes mal zu gucken, was gibt es denn Neues da im Lernmanagementsystem. Ja? Das ist der erste Blick und vermutlich nicht erst in der Uni, sondern schon zu Hause, vorm Frühstück, werfe ich als erstes. Das ist kultureller Wandel à la Kotter. Die ersten 3 Stufen, Erzeugung eines Gefühls der Dringlichkeit, Aufbau einer Führungskoalition, Erstellung einer Strategie des Wandels. Und jetzt die Ergebnisse. Wohlgemerkt, qualitative Studie. Ich wollte dazu sagen, dass in diesen Fällen die Präsidien natürlich, aber ich habe es als selbstverständlich angesehen, Ziele formuliert haben. Diese Ziele bestanden ursprünglich in der Erweiterung der Lehrmöglichkeiten. In ganz wenigen Fällen, dann in den letzten Jahren, war das nicht nur ein Spruch, wir wollen Blended Learning organisieren, sondern wir wollen es wirklich tun. Und in den letzten Jahren scheint sich was geändert zu haben. Der entscheidende Punkt des besten Falles ist, dass das Präsidium die Verantwortung übernimmt. Jetzt sagen Sie bitte nicht, das ist doch selbstverständlich. Doch sagen Sie es, es ist selbstverständlich. Es wird aber in der Regel nicht so gehandhabt. Wir haben hier einen Fall vorliegen, ganz anders als meinetwegen beim Bologna-Prozess, der ja hochstrittig war, aber da haben alle drüber geredet. Nicht? Es ging gar nicht anders, ein Präsidium musste sich verantwortlich fühlen. Wir haben hier einen Fall vorliegen, in der relativ häufig die Präsidien zwar die Entscheidung treffen, aber es dann nicht zu ihrer Sache machen. So, und der Best Case zeichnet sich dadurch aus, dass die Verantwortung, Bereitschaft vorliegt. Man übernimmt es, und zwar mit allem, was dazugehört. Man schafft tatsächlich eine erfolgversprechende Akteurkonstellation. Das beginnt mit Verantwortlichen in der Verwaltung. Es könnte sein, dass man einzelne Dekane, Dekanen gewinnt, dass man Pioniere gewinnt in der Digitalisierung der Lehre. Es geht also, man schafft eine erfolgversprechende Akteurkonstellation. Und es werden, obwohl es allen, selbst den bestsituiertesten Hochschulen, ist es schwer gefallen, das, was sie wollen, finanziell abzusichern.
Also ich habe hier geschrieben, verbindliche Ressourcenentscheidung, das heißt aber nicht immer zufriedenstellende Ressourcenentscheidung für diejenigen, die sich für diesen Prozess in irgendeiner Weise engagieren. Einer der Gründe ist darin, dass wir weiterhin doch relativ viel zeitlich befristete Verträge haben. Die Sachen werden anfinanziert mit Drittmittelprojekten. So. Der zum Best Case gehört, dass die Hochschulleitung sich bemüht, Stück um Stück, und sei es auch noch so schwierig, das mit hausinternen Mitteln zu stemmen. Noch einmal, zwei Drittel kriegen das nicht hin, wollen es nicht, müssen wir nicht im Einzelnen erläutern. Es gibt aber einen Punkt, und den haben wir hier aufgenommen, im Vergleich mit Kotter. Wir haben keinen Fall gefunden, vielleicht jetzt in den neueren, im letzten Jahr, in der in einer Institution ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugt worden wäre. Und wir haben auch keinen Fall gefunden, in dem es eine umfassende inneruniversitäre Kommunikationsstrategie gegeben hat. Ich betone umfassende. Und ich meine nicht die Entscheidung im Akademischen Senat. Das ist der Beginn. Was kommt danach? Wie werden die Fachbereiche eingebunden? Die Entscheidung im Akademischen Senat, vielleicht eine kontroverse Debatte, das haben wir alles. Aber danach geht es ja erst los. Das kann an dem informationstechnischen Zustand gelegen haben, den wir vor einigen Jahren noch hatten. Ich war als Rektor am Anfang immer entsetzt, wenn ich mir das angeguckt habe. Ich kann das nicht anders sagen. Ich war erst in den letzten Jahren halbwegs zufrieden, weil ich den Eindruck habe, das kriegen wir doch mit Bordmitteln alles viel besser hin. Also es muss nicht ein Vergehen oder ein Versehen oder eine Verfehlung der Präsidien gewesen sein. Es kann auch an dem technischen Zustand und an dem Problembewusstsein der Beziehung von normalem Lernen und Medien mit digitalen Medien sein. Wichtig ist nur der Tatbestand. Es gibt kein Gefühl der Dringlichkeit und keine umfassende, innovative Debatte. Und wenn Kotter richtig liegt, ist das eine schwere Hürde für alles, was danach kommt. Stufen 4 und 6. Noch einmal, das Kommunizieren des Wandels in der gesamten Institution. Beseitigung von Hindernissen. Können finanzieller Art sein. Es gibt gar nicht so selten organisatorische Abstimmungsprobleme, Parallelorganisationen in Einrichtungen. Sind die Rechenzentren beteiligt oder nicht? Einige Hochschulen schließen sie ausdrücklich aus. Sind die Bibliotheken beteiligt oder nicht? Also wir haben da häufig auch Kompetenzgerangel. So, das ist hiermit gemeint. Beseitigung, Hindernisse dieser Art, Befähigung zur Durchsetzung, Sicherung schneller Erfolge. So, und das ist jetzt ganz interessant. An diesem Punkt ist unser Ergebnis, sind die deutschen Hochschulen die besseren Fälle eigentlich ziemlich gut. Da verhalten sie sich tatsächlich weitgehend, wie es Kotter vorgeschlagen hat. Die schaffen, wir haben die genannt, Koalition der Willigen. Ja, ganz interessant, bei Lernmanagementsystemen gibt es häufig Kontroversen in der Einrichtung. Eine zentrale Institution entscheidet, wir schaffen das System an. Ein Fachbereich sagt, nee, wir haben seit längerer Zeit ein anderes. Koalition der Willigen heißt nicht, dass dem Fachbereich verboten wird. Das könnte man, hochschulrechtlich, das zu nutzen. Das ist aber nicht sinnvoll in einer akademischen Einrichtung, sondern es wird dann so lange diese dezentrale Einrichtung, die immer noch eine Lernplattform hat, die man eigentlich nicht haben will, die wird sozusagen nicht unterstützt. Ja. Man hungert sie quasi ein Stück aus, aber es gibt keinen Oktroir von oben. Macht es so. Das ist Koalition der Willigen. Man arbeitet am Anfang mit denen, die es wollen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe dafür, warum diese mittlere Phase nach Kotter ziemlich gut gelingt. Es gehört dazu die Finanzierung der Infrastruktur, und das ist ja wahrlich nicht wenig Geld, denn denken Sie an an elektronisches Prüfen. Da muss ein großer Raum geschaffen werden, vielleicht ein Gebäude umgestaltet werden, die Infrastruktur. Ich glaube, meine Uni hat das 600.000 Euro gekostet, mal so eben vor 10 Jahren. Und das ist ganz wichtig, die Schaffung zentraler Serviceeinrichtungen, und zwar nicht nur für die informationstechnische Seite, sondern für die mediendidaktische Seite. Wenn das passiert und diese Einrichtungen auch ein Problembewusstsein haben, dass sie, was man nicht zu ihnen kommen muss, sondern dass die Lehrenden und Lernenden, dass sie zu den Lehrenden und Lernenden gehen, dass sie sozusagen ein Bewusstsein haben von der Beratungsnotwendigkeit, so, dann kann man sagen, läuft diese mittlere Phase außerordentlich gut, zumal es in diesen Fällen immer auch Expertinnen und Experten gibt, die in der Lage sind, kluge Drittmittelanträge zu stellen und dann auch die entsprechenden Fördermittel zu bekommen. Ganz ohne Probleme sind Drittmittel nicht, aber das ist ein besonderer Aspekt. Sie fördern häufig die Orchideen und vergessen, dass eigentlich die Gänseblumen immer noch auf Wasser warten. So, also es werden ganz häufig herausgehobene Piloten gefördert und die Breite eigentlich nicht so sehr. Das ist das Problem der Drittmittel. Ansonsten helfen die ja außerordentlich sehr. Ich habe am Ende gesagt, es gibt ein Problem, auch bei diesen Best-Case-Fällen. Es fehlt eigentlich
an der Formulierung von Maßnahmen mit der Angabe genauer Zeiten, ich will von dann bis dann, der zur Verfügung stehenden Ressourcen und der Benennung der Verantwortlichkeiten. Das scheint ein Problem zu sein. Ansonsten läuft in der mittleren Phase das alles ziemlich gut, bei den besten Fällen. Jetzt können Sie sich überlegen, was bei den anderen ist. Was passiert bei den anderen? Keine Klärung der organisatorischen Zuständigkeiten. Ein wesentliches Element. Kein Aufbau von Infrastruktureinrichtungen, die nicht nur informationstechnisch, sondern auch mediendidaktisch beraten. Häufig sind diese Einrichtungen von auch zu weit weg von der alltäglichen Lehre. Es gibt Akzeptanzprobleme in der Einrichtung. So, jetzt kommen wir zu den Stufen 7 und 8. Bei Kotter, Konsolidierung der Erfolge, das heißt vor allem organisatorische finanzielle Stabilisierung dessen, was man erreicht hat und Verankerung in der Organisationskultur. Und Kultur ist auch bei Kotter alltagspraktisch gemeint. Also das ist ein BWLer, der fragt dann nicht nach, was es alles für Kulturbegriffe in den Sozialwissenschaften gibt, sondern geht davon aus, er redet von Kultur, wenn es um alltägliche Gepflogenheiten geht. So, und hier gibt es das nächste Problem. Selbst bei den besten Fällen haben wir erst neuerdings Hinweise darauf, dass der Übergang von einzelnen Projekten zur Digitalisierung ganzer Studiengänge funktioniert. Das, was also in der mittleren Phase die Stärke war, die Beteiligung derjenigen, die wollen, das wird in der Schlussphase eine Schwäche. Weil man jetzt ja notwendigerweise davon ausgehen muss, dass nicht mehr alle Anhänger sind. Wir haben in unserer Untersuchung keinerlei Hinweis auf aktiven Widerstand gefunden. Also die deutschen Lehrenden, Hochschullehrerinnen und Lehrer, die machen das schon irgendwie mit, die sind nur skeptisch. Und zum Teil aus gutem Grund. Man muss sich ja die Ergebnisse angucken. Der Grund ist relativ einfach, der Implementationsaufwand steigt. Wenn es um ganze Studiengänge geht, muss man in die Gremien hinein, notwendigerweise, Gott sei Dank. Es gibt rechtliche Probleme, in den Lehrverpflichtungsverordnungen ist häufig, in der Regel noch nicht geklärt, wie das angerechnet werden kann. Dieser ganz hohe Implementationsaufwand, der dann erst in den nächsten Jahren sich irgendwie positiv bemerkbar macht als Effizienzgewinn, ist nicht geklärt. Und natürlich steigt der Beratungsaufwand, und zwar nicht mehr für Leute, die eigentlich wollen, sondern für Leute, die immer noch ein bisschen skeptisch sind. Diese Phase ist problematisch. Mein Eindruck ist, wir sind jetzt an den Punkt gekommen, und Herr Kerres wird es Ihnen erzählen, in dem wir uns so etwas vornehmen können und einzelne Hochschulen sich das systematisch vorgenommen haben. Wir hatten in unserer Untersuchung den Eindruck, dass in der letzten Phase derjenigen, die wir interviewt haben, in deren letzter Erfahrungsphase, dass sich da eine Wende abzeichnen könnte. Wir werden uns das gleich nochmal ansehen. Zusammengefasst, wir haben ein breites Spektrum unterschiedlicher Vorgehensweisen, ein sehr breites Spektrum. Wir haben relativ große Probleme in der Einstiegsphase, weil es nicht diese Verantwortungsbereitschaft gibt, für diesen Prozess in den Präsidien verantwortlich zu sein. Das betrifft alles. Es betrifft die Organisationsfrage, es betrifft auch die Diskussion in den akademischen Gremien, es betrifft die Finanzierungsfrage. So. Da gibt es häufig ein sich langsam davonmachen. Selbst in den Best-Case-Fällen ist das der Fall. Die mittlere Phase gelingt gut, weil wir hier durchaus systematische Formen der Strategieumsetzung haben und weil wir mit, in Anführungsstrichen, mit Freiwilligen arbeiten. Ja? Mit Leuten, die das wollen, die das können. Und weil in diesen Fällen in den Hochschulleitungen und in der Zentrale Personen vorhanden sind, die wissen, dass man das nicht auf sich beruhen lassen darf. Das entwickelt sich nichts von alleine. Es muss alles gestaltet werden. So, und dann das große Problem in der dritten Phase, der Übergang von den Projekten zu den breiten Programmen, ist gegenwärtig das Hauptproblem. Wir haben eine Chance, das hinzukriegen. Jetzt will ich ganz kurz auf diese neue, ich weiß noch gar nicht, ich bin so vorsichtig beim Wort Tendenz, ich weiß doch noch gar nicht, ob es nicht eine Tendenz ist. Vielleicht ist es ja nur so ein kurzes Aufflackern. Und nächstes, also ich bin hier zu weit gegangen, Tendenz. Es soll heißen, wir haben in unserer Suchung Hinweise darauf gefunden, dass in einigen Hochschulen jetzt ein Zeitpunkt gekommen ist, an dem man darüber nachdenkt, sich über digitale Medien systematisch zu profilieren. Aus welchen Gründen auch immer. Und die drei Gründe habe ich Ihnen hier genannt. Das eine ist ganz offensichtlich, beginnt dieser Prozess an den Fachhochschulen, stärker als an den Universitäten. Die Öffnung für neue Zielgruppen, vor allem für Berufstätige, da muss es einfach sein.
ob das nun ein Blended Learning Konzept ist oder auf Online-Basis angeboten wird, da muss es einfach sein. An den Universitäten stärker, vor allem an den forschungsintensiven, Steigerung der Intensität des selbstgesteuerten kooperativen Lernens. Das ist nicht in allen Fällen der Fall, das ist ganz wichtig, sonst sind die Universitäten stärker als die Fachhochschulen. Und natürlich auch die Universitäten stärker als die Fachhochschulen, neue Wege zur Gewinnung internationaler Studierender. Das sind jetzt so die Ansatzpunkte für eine systematische Profilierung, die natürlicherweise durch eine Strategie unterstützt werden muss. Ich will zum Abschluss noch ganz kurz auf die Punkte eingehen, die eigentlich selbstverständlich sind. Ich habe sie eben schon genannt und dann am Ende nochmal sagen, was weiterhin so viel Aufwand erforderlich macht. Selbstverständlich müsste eigentlich sein das Commitment der Hochschulleitung. Ich habe Ihnen gesagt, es ist nicht. Es ist der Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war selber 10 Jahre Rektor, ich weiß, dass ich auch es nicht so ernst genommen habe, muss ich ganz offen sagen. Ja, Bologna-Prozess, das war strategisch wichtig. Exzellenzinitiative war strategisch wichtig, aber dann Digitalisierung der Lehre, ist das strategisch? Ich war da, also wir haben dafür gesorgt, dass die Finanzen langsam kommen, die Infrastruktur war okay. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es überall gemacht wird. Es sollte aber überall eine Verantwortungswahrnehmung geben. Der zweite Punkt klingt auch trivial, ist es aber nicht. Es gibt unterschiedliche Strategien in der Gewinnung von Lehrenden. Es gibt vor allem aber einen großen Unterschied in der Gewinnung von Lernenden. Ich muss Ihnen gestehen, als ich angefangen habe im Forum, war ich ziemlich sicher, dass die Lernenden doch eigentlich diejenigen sein müssen, die den Prozess pushen. Die bringen das doch alles mit. Also, die haben doch alle ihre Handys in der Tasche und lernen nur damit, nicht? Oder informieren sich darüber. Und das ist aber nicht der Fall in den Aussagen der von uns Befragten. Sondern es bedarf offenbar eines systematischen Vorgehens, um Lernende zu gewinnen, sich mit ihrem Wissen an diesem Prozess zu beteiligen. Seien es Anreize über Wettbewerbe, wie auch immer. Dadurch zeichnen sich auch die Hochschulen aus. Ich habe hier geschrieben, es ist eigentlich selbstverständlich, Klammer auf, es sollte selbstverständlich sein. Nicht selbstverständlich. Und das ist das Problem. Die Digitalisierung der Lehre ist eine Daueraufgabe. Und es muss permanent, und das macht es eigentlich so anstrengend, permanent eine Abstimmung, ein Aushandeln konkreter Lösungen zwischen Zentrale im weiteren Sinne, den dezentralen Verantwortlichen, den Dekanaten, den Lehrenden und Lernenden vor Ort geben. Diese drei Ebenen müssen eigentlich permanent miteinander in Kontakt bleiben. Nun weiß ich sehr wohl, es gibt viele andere Sachen an Hochschulen zu tun. Das ist nicht selbstverständlich. Aber nach den Aussagen der von uns Befragten ist das eine Notwendigkeit. Es gibt Prozesse, die Leute hatten eine Erfahrung von über 10 Jahren. Und jetzt geht es, da kann man sagen, erst so richtig los. Also wir müssen noch einmal wieder Geduld aufbringen, noch einmal wieder diese konkreten Lösungen aushandeln, zum Beispiel bei Lernmanagementsystemen. Ja, ein wesentliches Element, was darüber machbar ist und was eigentlich nicht. Ich glaube, dass wir jetzt einen Punkt erreicht haben, an dem wir das, was ich Ihnen noch als Desiderata genannt habe, jedenfalls mit einem höheren Prozentsatz als bisher positiv angehen können. Herzlichen Dank. Thank you.